Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Biografie von Richard Hönigswald in ihren Grundzügen kennen und werden dabei auf einige grundlegende Begriffe und Konzepte seiner kantianischen Erkenntnistheorie und Pädagogik hingewiesen. Dabei steht seine Ausgrenzung aus der deutschen Universität in der Zeit des Nationalsozialismus ebenso vor Augen wie die Entfaltung seiner Philosophie als Pädagogik. Begriffe wie Monas, Gegenständlichkeit und Geltung werden dabei im Sinne Hönigswalds einleitend bestimmt. Richard Hönigswald wurde am 18. Juli 1875 als Sohn einer weltoffenen, liberalen jüdischen Familie im ungarischen Altenburg geboren. Er promovierte 1902 in Medizin an der Universität Wien sowie 1904 in Philosophie bei Alois Riehl in Halle und bei Alexius Meinong in Graz. Schon seine philosophische Promotion über die Lehre Humes von der Realität der Außendinge kündigt die intensive Auseinandersetzung mit erkenntnistheoretischen Fragen zum Problem der Gegenständlichkeit an. Im Umfeld des Neokantianismus entfaltete er dieses Problem auch im Sinne einer Pädagogik. 1916 wurde Hönigswald deshalb Extraordinarius für Philosophie, Psychologie und Pädagogik an der Universität Breslau, wo er unter anderem als Doktorvater von Norbert Elias tätig war. Im Jahr 1929 nimmt Hönigswald dann den Ruf an die Universität München an, die er allerdings 1933 aufgrund des sogenannten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das die Nationalsozialisten zum Vertreibung der Juden aus den Universitäten erlassen hatten, verlassen musste. Entscheidend für Hönigswalds Entlassung waren die politischen Aktionen des Nationalsozialisten Martin Heidegger, der auf die Nachfolge von Hönigswalds Professur spekulierte und ihn daher mit einem zutiefst diffamierenden und antisemitischen Gutachten akademisch denunzierte. So musste Hönigswald außerhalb der Universität fast gänzlich isoliert weiterarbeiten und wurde in der sogenannten Reichskristallnacht 1938 in das Konzentrationslager Dachau verbracht, aus dem er nur nach internationalen Protesten von Kollegen freigelassen wurde. Hönigswald emigrierte in die Vereinigten Staaten, wo ihm allerdings eine akademische Stelle versagt blieb. Dennoch arbeitete Hönigswald bis zu seinem Tod in bescheidenen Verhältnissen an seiner systematischen Philosophie und Pädagogik weiter. Richard Hönigswald verstarb am 11. Juni 1947 in New Haven in Connecticut. Grundlegend für die systematische Philosophie Hönigswalds ist die Auseinandersetzung mit der Erkenntnistheorie Immanuel Kants, in deren Fluchtlinie Hönigswald das theoretische Erfassen der Wirklichkeit im Sinne der Frage nach den Möglichkeitsbedingungen von Erkenntnis und Erfahrung genauso thematisiert wie die explizite Frage nach der Geltung von wissenschaftlichen Aussagen. In der Auseinandersetzung mit der Bewusstseinsphilosophie und Phänomenologie Franz Brentanos, Alexius Meinongs und Edmund Husserls entwickelte Hönigswald seine eigene Position, die auch mit Ernst Cassirers Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit aus dem Jahre 1906 vergleichbar ist. Deshalb wird Hönigswald dem Neokantianismus zugerechnet, auch wenn er selbst diese Klassifizierung ablehnte. Entscheidend für Hönigswalds Auffassung des Erkenntnisproblems ist seine Fundierung in einer Denkpsychologie, die auch in Hönigswalds Sprachphilosophie und Pädagogik eine Fortsetzung findet. Dabei ist es besonders wichtig, dass Hönigswald den menschlichen Erkenntnisfortgang auf die Grundbestimmungen der Psychologie verpflichtet, wodurch nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch lebensweltliche Erfahrungen reflektiert werden. Dabei ist für Hönigswald das Problem der Gegenständlichkeit von entscheidender Bedeutung. Hönigswald fasst die Gegenständlichkeit als ein mittleres zwischen dem eigentlichen Gegenstand, dem Objekt und dem menschlichen Subjekt auf, das Hönigswald in Anlehnung an Leibniz' Monadologie die Monas nennt, da sich im reflektierenden und erfahrenen Subjekt die gesamte erfahrbare Welt zentriert.
Um die Höherbildung der Monas, also des menschlichen Subjekts, zu garantieren, entwirft Hönigswald eigens eine Pädagogik im Sinne einer Theorie des pädagogischen Handelns als Sinnvermittlung von historisch gültigen Wissens- und Geltungsbeständen, die von einer Generation an die Nachfolgenden durch die Vermittlung der zeitlich Nächsten übertragen werden sollen. Die Pädagogik kommt so in der Philosophie Richard Hönigswalds eine zentrale Stellung zu, da in ihr sämtliche Probleme der wissenschaftlichen und der außerwissenschaftlichen Kultur konvergieren. Da Menschen sterblich sind, müssen sie ihre Wissens- und Geltungsbestände über Generationen hinweg vermitteln, wobei die Pädagogik in eben dieser Sinnvermittlung von gültigem Wissen besteht. Deshalb ist für Hönigswald auch das Verhältnis von Wahrheit und Überlieferung von großem Interesse. Denn für ihn hängt die Wahrheit einerseits von der Angemessenheit der Methode für den Gegenstand ab, wenn sie aber nicht pädagogisch überliefert wird, bleibt sie wirkungslos. So zeigt sich also schon anhand des Problems der Wahrheit die intrinsische und systematische Verknüpfung von Erkenntnistheorie und Pädagogik in der Philosophie Richard Hönigswalds. Richard Hönigswald lebte vom 18. Juli 1875 bis zum 11. Juni 1947. Interdisziplinär ausgebildet und promoviert wurde Hönigswald 1916 Extraordinarius für Philosophie, Psychologie und Pädagogik an der Universität Breslau, wo er im weiteren Umfeld des Neokantianismus eine explizit an Kant orientierte Erkenntnistheorie als Pädagogik entwarf. Als im Sinne des Nationalsozialismus jüdischer Deutscher, Hönigswald selbst war Protestant, war er ein nachdrücklicher Vertreter der Aufklärung und der Weimarer Republik und wurde als solcher nicht zuletzt durch ein an der Blut- und Bodenideologie der Nazis orientiertes Gutachten Martin Heideggers der Universität verwiesen. Er konnte so sein umfangreiches Werk nur unter schwierigsten Bedingungen fortsetzen und musste nach einem Aufenthalt im KZ Dachau in die USA emigrieren. In den Vereinigten Staaten konnte er indes akademisch kaum Fuß fassen, weshalb er auch hier in einer peripheren Position weiterarbeiten musste. Hönigswald stirbt 1947 in New Haven. Richard Hönigswalds philosophische Position lässt sich am einfachsten als Versuch umschreiben, die Erkenntniskritik Immanuel Kants im Sinne einer Denkpsychologie zu fundieren. Diese epistemologische Voraussetzung setzt sich direkt in Hönigswalds Pädagogik fort, wenn er etwa den Kantschen Begriff der Anschauung um den Anschauungsunterricht erweitert. Zentral für die philosophisch durchsetzte Pädagogik Hönigswalds sind Begriffe wie Monas, Gegenständlichkeit, Geltung und Wahrheit, die alle auf einen allgemeinen historischen Prozess der Überlieferung des Wissens verweisen. Hönigswald bestimmt deshalb den philosophischen Sinn des pädagogischen Verhaltens als Sachverhalt der Überlieferung eines bestimmten Wissens- bzw. Geltungsbestandes von einer Generation an die Nachfolgenden durch die Vermittlung der zeitlich Nächsten. Richard Hönigswalds Biografie ist insofern von großer Bedeutung, als mit ihm eine explizit aufgeklärte, weltbürgerliche Haltung in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vom Irrationalismus der Nationalsozialisten der deutschen Universität verwiesen wurde. So wie auch Ernst Cassirer bemühte sich Hönigswald auf verschiedenen Ebenen um die produktive Rekonstruktion der Philosophie Immanuel Kants im Sinne einer Kulturpsychologie, die unter anderem von Martin Heidegger auf das Brutalste bekämpft und akademisch exkludiert wurde. Die Auseinandersetzung mit Hönigswald setzte deshalb im deutschsprachigen Raum erst mit großer Verzögerung und Verspätung ein. Seine Werke wurden erst in den 60er Jahren posthum veröffentlicht. Gerade ob des Unrechts, das Hönigswalds widerfuhr, ist die Auseinandersetzung mit seiner kritischen, aufgeklärten und weltbürgerlichen Philosophie und Pädagogik auch für die Geschichte der Pädagogik im deutschsprachigen Raum von großer Bedeutung.
Neben diesem Umstand sind vor allem seine Arbeiten und Reflexionen zum menschlichen Subjekt als Monas, zur Frage der Gegenständlichkeit und zur Frage der Konstitution der Geltung von wissenschaftlichen Aussagen von nachhaltiger Bedeutung. Auch heute hilft uns Phönixwald, die Frage zu beantworten, wie wir im Rahmen der Pädagogik zu gültigen und wahren Aussagen gelangen können. Eins ist dabei nach Phönixwald sicher: Wir tun das als Erben der gesamten Geschichte und näherhin der Geschichte der Pädagogik.